Hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Wir haben in der letzten Folge unsere Kupferproduktion fertiggestellt. Jetzt wollte ich nochmal schauen. Wir können da so Dinge bauen, wie wir laufen und so Wege und sowas. Wo mache ich das denn? Weil so langsam Fundamente, Logistik. Ah, hier sind Treppen. Da wäre schon mal eine Treppe links und eine Treppe rechts. Nee, ich will eine Rampe. Kann ich das vielleicht noch gar nicht bauen, weil ich es erst erforschen muss? Kann das sein? Aber ich wollte mich ja leer bauen. Die andere Seite ist, warum soll ich Ressourcen verschwenden? Ich kann ja mich einfach leer machen. Ich muss ja hier nicht mit Gewalt. Verstärkte Eisenplatte. Eisenplatte. Zack. Verstärkte Eisenplatte. Ich muss es ja nicht mit Gewalt machen, ne? So. Ah, zwei Sachen müssen hier noch. Hier müssen zwei Fenster rein. Oh ne, eins. Eins langt. Eins langt, das hier. Ja. Wand mit zwei Förderbänder. Für den Beton zum Beispiel. Haben das andere hätte eigentlich gar nicht gebraucht, oder? Nein, das müssen wir dann mal. Müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich es wieder weg. Nein, ich wollte mich leer machen. Warte, wir könnten eigentlich hier hinten in das. Im Schmelzofen. Könnten wir ja schon 100 Erz reinschmeißen. Kupferbarren. Voll. So, und ich würde sagen, wir machen hier Draht. Ja, habe ich schon. Okay, und hier Kabel. Kann ich nämlich jetzt hier, habe ich noch Kabel, rein damit. Hier haben wir Draht, rein damit. Und alles andere, Schrauben, oh, hallo. Schrauben waren hier irgendwo, ich muss mich auch erst nochmal hochessen. Schrauben waren hier, genau. Kann ich denn Sachen aufs Förderband legen? Nee, so Sachen aufs Förderband legen kann ich nicht. Schade. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir machen uns erstmal leer. Stangen dürften wir keine mehr einstecken haben. Das ist richtig. Platten dürften wir auch keine mehr einstecken haben. Das ist auch richtig. Hier kommt der Beton rein. Und das müssen wir gleich eh noch rausschmeißen. Rausschmeißen, rausschmeißen. Ah, hier sind nochmal Eisenplatten. Eisenplatten, tschüssi. So. Wir machen Folgendes. Müssen wir nicht. Wir ändern hier die Produktion auf Biobrennstoff. Ah nein, Biomasse. Ach so. Biomasseholz. Ach ja, okay, gut. Zack.
Das macht ja nichts. Der kann jetzt da hinten produzieren. Der staut sich jetzt, wartet, bis es weitergeht, geht in Ruhezustand, läuft. So, Sprungflächen, Farbpistole, das brauchen wir alles nicht unbedingt. Den Weltraumlift, den würde ich gern noch bauen. Wir holen jetzt aber erstmal Brennmaterial. Das ist wichtiger als alles andere. Der Motor bleibt hier, das wird weggebrannt. Das bleibt hier. Das bleibt auf alle Fälle hier. Ja. So. Mehr nehmen wir nicht mit. Jetzt gehen wir mit der... Oh, wir müssen uns... Halt. Jetzt hätte ich beinahe vergessen, mich hoch zu essen. So. Aber die nehmen wir auch mit. Ja. Die nehmen wir mit. So, hier läuft erstmal alles. Ja, jetzt holen wir erstmal Holz. Holz. Eigentlich wollte ich sagen, ich scheiße auf Blätter, aber... Wenn er sie schon mitsammelt, können wir das auch. Wir gehen da in den Wald und machen den nieder. Gucken, ob diese Kreaturen hier wieder gespawnt sind. Ich weiß eh nicht, in welchem Zyklus hier irgendwas wieder spawnt. Da müssen wir echt mal... Ich habe schon wieder keinen Timer gestellt. Warte, den mache ich. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Hier kommt keine Gefahr. Nee. Da hinten ist zwar irgendwas, was das letzte Mal schon auf uns zukam. Aber, das hat uns wohl im Moment nicht so im Visier. So. Wir krabbeln hier erstmal alles ab. Und dann? Und dann gib ihm, oder? Typisch Mensch, oder? Ich hoffe, ihr das spawnt wieder. Also ich glaube, die Stöcke hier, die sind wieder gespawnt. Jetzt habe ich denn jetzt 8 Kalkstein bekommen.
Alles klar, feindlich. Mit seinem Biotoxin, was er da versprüht. Aber vielleicht fühlt er sich auch nur in der Sonne wohl. Also wenn wir... oh, was war das denn jetzt? Also wenn wir ihm jetzt hier gleich... Also vielleicht fühlt er sich nur im Schatten wohl. Wenn wir ihm jetzt hier den Schatten nehmen. Vielleicht. Typisch Mensch. Landet irgendwo, wird erstmal alles abgefarmt und geerntet. Aber hey, ich würde ja Sonnenenergie nehmen, aber... Kommt vielleicht noch. Was sagt man? Oh, Holz ist geil. Wollt ihr ihn fangen? Rennen wir in der Kettensäge erstmal hier durchs Dickicht. Hallo, effizienter geht's ja wohl nicht, oder? Bio-Sprit. Aber ich glaube, ja. Ich habe überlegt, wie ich das mache, dass ich einfach nur sage, was weiß ich, ich muss draußen in Lager. Ich wollte die Spritproduktion automatisieren. Aber das geht nur bedingt. Also ich müsste quasi draußen ein Lager bauen. Nicht genug Platz. Okay, wir sind echt schon voll. Okay, Holz sind wir, glaube ich, voll. Ja, dann gehen wir zurück. Also ich muss draußen sehr wahrscheinlich ein Lager bauen. Was voll ist, was ich immer wieder voll mache. Und da dann der Schibrit. Das Gras, Büsche, Holz und so alles, was ich so abfarme, automatisch in die Base reingeschmissen wird in einen Konstruktor und aus dem Konstruktor in das nächste Lagerhaus, wo Bio gedingsi ist, ne?
Ja. Ja, wenn ich ein Lager habe, wo ich dann rausschmeißen kann und dann. Und da ist wieder Produktionslinie rot. Dann kriegst du jetzt nochmal die Biomasse, obwohl die Biomasse ja eigentlich den Sprit gibt, der besser ist. So. Aber wenn wir gleich genügend, quasi, sag ich jetzt mal, Bioethanol haben, also hier Biosprit, wie schimpft er sich? Hier der Biobrennstoff. Dann würde ich sagen, ich beziehungsweise ich. Ja, ich wollte, gut, wir können ja von hier, wir können hier zwei Lager, ein Lagerhaus und einen Fabrikator bauen. Habe ich da noch eine Leine frei? Nee, habe ich nicht. Auch keine Leine mehr frei. Hier hätte ich noch eine Leine frei. Muss ich Strom nach hier vorne widerlegen? Und dann müsste ich hier vorne einmal ein Lager hier hängen und hier vorne den komischen Konstruktor und hinter den Konstruktor das Lager. Ja, weil dann fährt man mich in das hintere Lager, wo ich nicht so, hoffentlich nicht so oft dran muss. Läuft der Beton da hinten, also der. Ich brauche ja eigentlich zwei Constructor. Wie viel? Wir hätten hier noch Platz für ein Fundament. Dann machen wir hier Constructor und hier machen wir den Biofuel. Und wieder habe ich. Guck, dieser Wanne, der muss echt warten. Er muss echt warten. Warte mal, hier ist er nochmal. 84 Holz. Zack, läuft. So, dann kannst du nämlich jetzt hier draußen machst du ein Lager hängen. Hier draußen stellst du ein Lager hängen. Mit Förderband hier rein. Von hier in den Konstruktor. Dort wird es umgewandelt, was das Lager kommt. Der Stein, der nervt mich.
Okay. War ein Versuch wert. Wo hier reinfährt, in den Konstruktor und aus dem Konstruktor wieder ins nächste Lager. Und hier Konstruktor, der Stein in Beton. Und dann haben wir es automatisiert. Ja. Das heißt aber fast schon, wir können hier draußen eigentlich fast schon ein bisschen reduzieren an Bauten, um einfach die Ressourcen zu bekommen, oder? Was brauchen wir denn? Achso, das Weltraumding muss auch noch gebaut werden. Dann würde ich sagen, wir nehmen erst nochmal Beton mit und ein paar Platten, die in der Zeit hier die ganze Zeit produziert wurden. Und dann gucken wir, dass wir das mal ein bisschen gebacken kriegen. Wir können hier eigentlich schon unseren Weltraumlift hinbauen, oder? Machen wir hier ein riesen Ding hin und machen einen Weltraumlift. Dann sind wir auch ein bisschen... Müssen wir echt mal gucken, wie wir den bauen. Ne, ich höre auf, Fundamente zu bauen. Ich will erstmal... Hier stellen wir die Hub hin, dann ist der Stein weg, dann sieht man nicht mehr. Ich möchte erstmal einen Produktion, einen Konstruktor. Ach so. Zu teuer, nicht genügend Freiraum. Was heißt nicht genügend Freiraum? Kabel. Ja, mal Kabel gucken. Kabel, ja, wurden hier vorne produziert. Hier. Eisenplatte. Oh. Oh, jetzt wird's aber. Müssen wir gleich mal Biofuel hier reinfüllen in den hier. Insert Fuel, ja. Müssen wir dann gleich mal, dass die Produktion hier drin läuft. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich noch Eisenplatten herkrieg. Wenn nicht, mach ich mir welche. Nägel und so ein Gedöns habe ich ja schon. Eisenplatte. Verstärkte Eisenplatte. 26 Stück. Ja, moin. So. Hier zwei Konstruktoren, zwei Lagerhäuser daneben und da dann der Hub und die Werkstatt. Und in die Richtung dann den Weltraum. Piu, Lifty. Ja, und dann mal gucken, was noch alles dazu kommt. Wir werden eh ständig größer. Neu. Wir werden auch irgendwann oben Förderbänder haben und so, weil es einfach nicht mehr anders geht. Aber
das kommt zu späterem Zeitpunkt. Würde mich echt freuen. Würde mich echt freuen, wenn das alles noch im Spiel ist, wenn es schon wirklich drin ist und wir das alles nutzen können. Wäre super geil. Was noch super geil ist, eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich wirklich. Und morgen geht's weiter. Also ich muss jetzt mal Aufnahme, Pause machen, Aufnahmesession, Stopp, fertig. Und alles rendern, hochladen und dann werde ich morgen weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dann.